Hallo, hier ist er wieder, der Holger aus Sachsen. Ja, wie gesagt, jede Menge Zitrusbäume. Heute will ich mal einen von den größeren Exemplaren in Form bringen. Und ja, wie gesagt, da gibt es jetzt mehrere Varianten. Das wäre jetzt im Prinzip so die gedachte Vorderseite, da hat das hier schön den Schwung. Und ja, wie will ich es jetzt genau machen? Also eine richtige Spitze hat er ja eigentlich hier oben. Und da habe ich ja das hier so wie eine Art S-Form gemacht. Und ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, immer mal wieder wegzuschneiden und gucken, was passiert. Weil die treiben, wie man es jetzt hier sieht, auch vom Stamm mal aus. Ja, dann neigen sie dazu, wie es jetzt hier drüben ist, da ist ja ein kleiner und der große, den hatte ich gekürzt. Vielleicht schauen wir mal, ob wir das von der Seite hier besser sehen. Ah, ne? Hier, der ist jetzt hier gekürzt worden, weil er relativ dick ist. Und hier kommt dann schon wieder ein neuer raus. So. Ja. Was will ich jetzt machen? Meine Idee ist, den hier als ersten Einstiegsast zu verwenden. Und der hier, der ist mit der dickste und geht gerade nach oben. Und ich habe mir gedacht, ich versuche das jetzt hier so zu drahten, dass das der zweite Ast ist, der sozusagen auf die Seite geht, der erste auf die Seite, und das nehme ich jetzt als neue Spitze. Da brauche ich bloß ein bisschen Schwung reinbringen, das kriege ich noch hin. Da ist zwar auch schon störrig. Ja, und diese hier, die kann man drehen und sozusagen so ein bisschen flach machen und den dann hier ein bisschen so. Naja, ich ja, noch weiter darüber rum erzähle. Ich versuch's mal und zeige euch dann, wie es am Ende aussieht. So, der Draht ist dran. Leider ist man hier auf der Seite mal wieder leichtes Knackgeräusch. Und es könnte sein, dass sozusagen das hier alles abstirbt. Deswegen trage ich das hier oben jetzt nicht ein. Jetzt lasse ich den erstmal wieder wachsen. So, was haben wir noch gemacht? Den hier, der ja so gerade nach oben ging, den habe ich beiseite als Astetage. Den hier hinten habe ich versucht, ein bisschen mehr rum. Der hat dann hier so einen Austrieb und hier noch einen. Was sozusagen nach hinten wird er gehen. Weil die Seite haben wir ja gesehen hier, da ging er hier so hoch. Da habe ich dann jetzt ein bisschen mehr Schwung reingekriegt. Leider war mir dann der Draht wieder zu kurz, dann müsste ich hier verlängern. Und naja, wie gesagt, das mit den Zitrusbäumchen hier, die sind so starr, dann hast du hier auch noch die blöden Nadeln, die könnte man vorher vielleicht abmachen, damit es nicht so biegt, wenn man da ein bisschen anfasst, aber ich lasse die mal lieber dran, man weiß, für irgendwas werden sie schon gut sein. Ja, ich lasse ihn jetzt erstmal so. Fakt ist eins,
der geht jetzt hier mehr oder weniger mit Kerzengerade nach oben. Der Stamm. Muss ich vielleicht sogar noch mal ein bisschen höher nehmen, dass er das vielleicht noch besser. Ja. Ja. Und der wird dann sicherlich dann auch am dicksten austreiben. Und da hoffe ich mal, dass er dann, wenn ich ihn später kürze, eine Krone ausbauen. Aber ich lasse den jetzt erstmal treiben, damit er ein bisschen dicker wird, damit er das aufholt, was der eigentliche Stamm oder die Krone war. Und das lasse ich jetzt hier so, mal sehen, wie sich es hier entwickelt. Ja, die Etage haben wir auch. Die wird irgendwann dann immer gekürzt, damit hier genügend Stamm ist mit Blättern, dass da noch ein paar Seitenäste raustreiben können. Wenn man das sozusagen flach neigt, das habe ich ja hier gemacht, wo ich die Spitze praktisch einfach mal runtergebogen habe, fängt die dann auch an, wenn man sie kürzt, auszutreiben und kürzere in der Nödien. Ja. Also das habe ich schon herausgefunden, das funktioniert. Aber wie gesagt, ja, der könnte ein bisschen dicker sein, also der hat hier 1 cm. Das ist auch relativ lang. Ja. Das hier war auch mal Ast dran. Und die brechen eben an der Basis ruckzuck ab. Wenn man da nicht aufpasst, zack, ist die ab. Und deswegen muss man da dicht vorsichtig sein. Ne? Wenn die dann immer so verholzt sind wie hier, dann passiert nichts mehr. Aber da kann man sie dann, wie gesagt, auch nicht mehr biegen. Ja. Und ja, schauen wir mal, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Ich drehe mal noch so eine schöne Runde. Ja, die Blattmasse muss dranbleiben, damit die Wurzeln genügend Kraft und Energie aufnehmen können, dass der Austausch besser funktioniert und dann hat er auch mehr Power, wenn man mal was einkürzt, dass er dann ruckzuck wieder neu austreibt. Ne? Deswegen schneide ich hier nicht dran rum, versuche das ein bisschen runter zu biegen, dass das ein bisschen verlangsamt wird. Mit diesen, ja, keine Ahnung, wie die chemische Bezeichnung jetzt heißt. Und ja, gut. Aber so sieht er jetzt schon mal nicht schlecht aus. Und ich hoffe, dass er jetzt mir hier jetzt nicht abstirbt, weil es wirklich geknackt hat hier an der Stelle. Ja. Es ist ja sicherlich nicht der optimale Draht wieder gewesen, aber den brauchte ich, sonst hätte ich hier überhaupt keine Änderung reingekriegt. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis dahin. Viele liebe Grüße vom Holger aus Sachsen. Jetzt sind noch ein paar kleine da, die machst du alleine. Ja, was machen wir hier? Hier sieht man es mal wieder, hier habe ich gekürzt. Und da kommen hier an der Seite wieder welche raus. Hier der große. Hier an der Schnittstelle kommt auch, also das lässt hoffen, dass da immer mal ein paar am Stamm, am Ast raus sprießen. Tja. Ich mache mir erstmal wieder Gedanken, was ich hier draus mache. Ja, da tue ich mich ehrlich gesagt immer ein bisschen schwer. Ja. Und man will am liebsten immer gleich schneiden und hoffen, dass das von alleine alles wird, aber ich muss mich da zurückhalten, weil wir, wie gesagt, die Blattmasse versorgt die Wurzeln und ohne Austausch kränkelt die Pflanze dann irgendwann mal rum. Also zu viel abschneiden ist nicht gut. Aber wir müssen sie ein bisschen
tiefer halten, weil sonst sprießen die bloß nach oben und das bringt nichts. So, jetzt haben wir es geschafft, mindestens ein paar. Der Hälfte ungefähr sind fertig, aber jetzt sind es bloß noch kleine. So, hier habe ich ein bisschen mehr weggeschnitten. Ja. Zwei Zweige. Ja. Das liegt daran, weil die an einer Stelle rauskam. Und das macht sich nicht gut. Das sollte man nicht machen. So, machen wir hier nochmal eine 180 Grad. Und ja, jetzt bleibt zu hoffen, weil die ja teilweise jetzt hier das Blatt eigentlich falsch rum sind. Und da ich die aber so ein bisschen mit Schwung gedrahtet habe, dass die sich vielleicht von alleine wieder aufrichten, das werden wir dann beobachten. Oder ich. Gut, das soll es von mir erstmal gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und lasst mir einen Daumen da und abonniert meinen Kanal, wenn es euch interessiert. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und ja, jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. Ich glaube, das wollte ich als Vorderseite. Dahin viele liebe Grüße vom Holger aus Sachsen. Tschüss.